Hallo zusammen zum 17. Part meiner Videoreihe zu den Trophäen, die ich so gesammelt habe in meiner PlayStation-Karriere, wenn man das mal Karriere nennen möchte. Und dieser 17. Part, der beginnt jetzt gleich mal mit einer Neverending-Story, Watch Dogs. Dieses Spiel hatte ich irgendwann mal begonnen. Das war noch kurz vor Weihnachten 2016 habe ich das begonnen. Und habe mir das dann zum Ziel gesetzt, dass ich das auch während dieses im letzten Part vorgestellten Blog-Projektes halt platinieren werde. Habe dann das da schön gespielt, habe dann irgendwie da mal die Lust daran verloren, habe es dann im März wieder aufgenommen, habe dann da hier wieder weitergespielt und habe dann wieder aufgehört. Und habe, glaube ich, bis heute nicht mehr weitergemacht. Also seit diesem 29. März 2017, das sind jetzt dann bald 2 Jahre, habe ich hier einfach nicht mehr weitergespielt. Dieses Spiel liegt aber, diese kompletten 2 Jahre, liegt das hier neben meiner Konsole auf dem Stapel der Spiele, die ich aktuell spiele. Also um den Stapel zu nennen, da ist lediglich FIFA, Fortnite, Rainbow Six und eben dieses Watch Dogs. Diese liegen hier. Da lag zwischenzeitlich lag da auch noch Ghost Recon Wildlands, lag auch noch da. Und es gibt natürlich zahlreiche Spiele, die ich aktuell spiele, die ich einfach nur digital besitze und nicht auf Disc, die ich auch noch spiele. Beispielsweise NHL ist so ein Fall, Black Ops 4 ist so ein Fall, den habe ich auch nur digital. Aber es sind wenige Spiele, die ich aktuell spiele. Dieses Watch Dogs liegt immer noch da, obwohl ich es nie mehr gespielt habe. Weil ich es eigentlich immer wieder spielen wollte. Ich hatte das während meines kompletten Blogs 2017, war es immer zum Ziel, das zu spielen. Hab's aber nie gemacht. Dann kam das neue Jahr, das 2018, in dem ich wieder einen neuen Blog machte oder halt den Blog fortgeführt habe mit neuen Zielen. Hab mir da dann mitten im Jahr, als ich gemerkt habe, okay, ich spiele dieses Jahr zu wenig, da war ich auch beruflich viel zu eingespannt, um da diese Sachen wirklich zu jagen, hab dann eine neue Ubisoft-Challenge geschaffen, indem ich halt mir 5 Spiele rausgepickt habe, die allesamt von Ubisoft sind. Da war eben unter anderem dann auch Ghost Recon Wildlands mit dabei. Und habe mir einfach 5 Spiele rausgepickt, die ich alle in unterschiedlichen Jahren begonnen hatte. Und das Watch Dogs war halt das Spiel, das ich im Jahr 2016 begonnen hatte. Und welches ich dann im Rahmen dieser Ubisoft Challenge eigentlich auf Platin bringen wollte. Was ich dann aber nicht geschafft habe, weil ich habe es auch seither bisher nie gespielt. Und ich weiß nicht, warum ich es nie mehr gespielt habe. Ich muss das jetzt wirklich mal weitermachen. Ich will das eigentlich auf Platin bringen, weil das ist machbar für mich. Und ich möchte dann auch irgendwann Watch Dogs 2 spielen. Aber hier blieb es dann einfach irgendwie immer wieder liegen. Und ich weiß auch noch, ich habe das Spiel manchmal sogar gespielt, während ich mit den anderen in der PlayStation Party drin war und mit denen so ein bisschen gequatscht habe. Und die was anderes gespielt haben. Also ich wollte das eigentlich wirklich machen. Ich habe da mich von nichts ablenken lassen und dann plötzlich ab März ging es dann flöten. Grand Prix Rock and Racing, das ist ein weiteres Spiel, das so konzipiert ist wie Slick and Slide. Also wo man das die kleinen Fahrzeuge hat, die man von oben sieht. Also wie das Motorstorm RC, welches hier schon mal in einem Part irgendwann mal drin gewesen war. Und dieses Spiel habe ich auf Platin gespielt. Das war im März noch ein Platin-Spiel. Ich hatte ja da das Color Guardians und das Game of Thrones. Die waren ja auch schon beide im März drin, die wir hier jetzt noch in der Liste sehen. Und dann habe ich einfach noch dieses Grand Prix Rock and Racing auch gleich noch im März durchgezogen und hatte so dann noch ein weiteres Spiel im März drin als Platin-Spiel und hat auch in diesem Monat wieder die Anzahl der Platins übertroffen, weil das war so ein bisschen immer noch das Ziel, dass ich meine persönlichen Ziele auch gerne mal übertreffen kann. Minecraft Story Mode. Hier habe ich nur das Grundspiel durchgespielt, aber auch auf Platin gebracht. Das war dann das erste Platin-Spiel im April. Im April habe ich sehr lange damit gewartet, bis ich eine Platin gemacht habe. Oder hatte da irgendwie schon die Lust am Projekt verloren. Habe dann aber doch Minecraft Story Mode durchgezogen. Hatte mir auch noch vorgenommen, dass ich dann in den Tagen danach die fehlenden Episoden noch nachspielen möchte. Habe es bis heute nicht gemacht. Und irgendwann muss ich das noch tun. Das Spiel liegt hier auch noch rum. Liegt auf dem mal erwähnten Stapel, wo halt so die Spiele sind, die ich vorhabe zu spielen. Also nicht das, was ich aktuell spiele, das ist so ein kleiner Stapel, der neben der PlayStation steht, aber die anderen Stapel, da wäre auch noch dieses Minecraft Story Mode eigentlich drauf und ja, müsste ich eigentlich mal komplettieren, weil da ist es nicht allzu schwer, die 100% zu erreichen. Es ist ein weiteres
Telltale-Game, das man einfach nur durchspielen muss eigentlich und dann hat man mehr oder weniger die Platin. Hier gibt es noch einige Trophäen, die man sonst holen muss, noch ein paar Sachen, die man machen muss. Aber glaube ich, bei den DLCs war es das nicht mal mehr so. Nein, da war es wirklich nur noch die Kapitel abschließen. Das war nur vorher, dass man da hier und da mal was noch sammeln musste. Valentino Rossi The Game, das ist nichts anderes wie MotoGP. Oh, welches war es denn? 16? 17? Sowas. Einfach ein MotoGP-Spiel, weil ich wieder mal ein MotoGP-Spiel haben wollte, habe ich mir das Valentino Rossi Game für die PS4 geholt, weil es gerade im Angebot war. Hab's ein Stück weit gespielt. Das war auch Part natürlich meines Blogs. Hab da auch immer mal wieder darüber berichtet. Hab's dann aber nie wirklich weitergespielt. Könnte ich auch mal wieder spielen. Das steht normal in meiner Sammlung schon wieder im Regal drin. Aber ich könnte es mal wieder spielen. WRC 5. Ja. Das kommt immer wieder. Das ist wie ein Bumerang. Immer mal wieder ein WRC-Spiel hier in der Liste drin. WRC 5 habe ich am 1. Juni platiniert. Und jetzt werden hier Leute vielleicht denken, oh, was war denn da los? Warum hast du im Mai nichts gemacht? Und im April war ja auch nur eine drin. Hast du da schon dein Projekt aus den Augen verloren? Nein, ich hatte da mein Projekt nicht aus den Augen verloren. Wie lange hatte ich denn für das WRC, um das zu platinieren? Ja, nicht so lange. Also am 21. Mai habe ich es begonnen. Und wie man hier aber sehen kann, habe ich mir das letzte hier, meistens hier eine Wertungsprüfung mit mindestens zwei Spielern im Multiplayer-Modus, habe ich mir einfach aufgehoben, weil ich hatte das Spiel ja eigentlich durch. Am 30.05. habe ich alle Sachen erledigt, bis auf diese eine Trophäe, wo man einfach nur mit zwei Controllern spielen muss. Also, oder halt zwei Spieler, da muss man zweimal fahren. Man spielt ja das im Couch-Modus. Da fährt man ja nicht gleichzeitig, sondern man fährt im sogenannten Hot-Seat-Modus. Das heißt, zuerst fährt der eine, dann fährt der andere. Darum kann man es auch mit einem Controller machen. Die habe ich mir aufgehoben für den 1. Juni, weil ich hatte mir da ganz einfach zum Ziel gesetzt, ich möchte, weil der 1. Juni war, ich weiß nicht, ob war es ein Montag, aber es war auf jeden Fall mein erster Ferientag, den ich da hatte. Und ich habe mir einfach gesagt, okay, ich mache jetzt im Mai mal gar nichts, ich spiele da einfach nur online die Spiele und sonst auch wenig. Aber wenn ich Ferien habe, diese Woche Ferien, die ich da habe, die wende ich auf, um einfach jeden Tag eine Platin zu machen. Es soll der erfolgreichste Monat ever werden. Ich wollte da den Monat toppen, den ich da im Oktober 2011 geschaffen hatte, als ich eigentlich mehr oder weniger nur an einem Tag die Trophäen zwar geholt habe, aber das war bis zum Juni 2017 mein erfolgreichster Monat, was die Anzahl Trophäen betrifft. Und den wollte ich hier einfach im Juni toppen. Habe ich auch geschafft. Und da gehen wir jetzt im Einzelnen drauf ein. Albedo, Eyes from Outer Space. Ein sehr, sehr seltsames Spiel, das ich mit Hilfe eines Videoguides gespielt habe. Und man sieht hier, ich habe hier alle Trophäen noch kurz vor Mitternacht gepackt, dass ich da schon am 1. Juni schon ein bisschen Vorsprung hatte und dann schon zwei Platin-Trophäen am 1. Juni geholt habe. Die Welt von Nubla. Und hier habe ich das am 3. Juni geholt, nachts um 1.15 Uhr. Und ich bin mir hier immer noch nicht sicher, ob das wirklich so stimmt, weil ich glaube, das war 0.15 Uhr. Weil ich habe das Spiel nämlich definitiv am 2. noch begonnen. Weil ich habe das extra so begonnen, dass ich kurz nach Mitternacht etwa fertig bin, habe dann irgendwann sogar nochmal eine kurze Pause gemacht, weil ich gedacht habe, ich wäre zu schnell unterwegs und es wäre dann zu früh. Und ich glaube, ich habe das nämlich noch am 2., oder respektive ich habe es nicht am 2., sondern ich habe es am 3. auf Platin gebracht, kurz nach Mitternacht, nicht 1.15 Uhr. Irgendwie ist hier mit den Zeitstempeln etwas ein bisschen durcheinander, alles um eine Stunde verschoben, habe ich das Gefühl. The Bunker, ein witziges Point-and-Click-Spiel, bei dem man eigentlich einen Film steuert. Also die ganzen Sequenzen, das sind echte Schauspieler, die das gespielt haben und dann kann man mit den Objekten, die da stehen, halt interagieren und der Schauspieler interagiert dann halt auch mit den Objekten, also es wurde dann halt verfilmt und dann laufen einfach hier die Filmsequenzen. Eine sehr interessante Story, kann ich jedem nur empfehlen, das mal zu spielen. Und ja, also um 3:30 Uhr, also ich hatte zwar Ferien, aber dass ich das noch so spät gespielt habe, ich glaube, das ist auch wieder eine Stunde verschoben. Glaube ich. Auf jeden Fall, ich habe es auf Platin gebracht. Clockwork Tales of Glass and Ink. Ein Wimmelbildspiel, das ich zusammen mit einer Freundin gespielt habe. Das haben wir auf Platin gebracht an einem Nachmittag.
Und ja, 5:30. Ja, ich denke, auch das ist eine Stunde verschoben. Ich glaube, das war eine Stunde früher fertig. Aber das haben wir an einem Nachmittag durchgezogen. Und ich glaube, ja, wir haben es etwa beim Mittagessen oder so begonnen. Und ja, 12 Uhr Mittagessen. Ja, also ich glaube, das ist alles eine Stunde verschoben. Was dann die vorherigen Sachen wirklich so erscheinen lassen. Das war die fünfte Platin am fünften Tag. Und dann am sechsten Tag kam dann Rainbow Six Siege. Und da bin ich bis heute noch stolz drauf. Und wenn es mir das hier sehen, ja, habe ich mir gedacht, dass es hier siebter, sechster steht, weil da bin ich mir zu 100% sicher, weil das habe ich nämlich damals auch in den Blog so reingeschrieben. Das weiß ich noch. Ich habe in Rainbow Six Siege am 6.6. Rainbow Six, das Spiel hatte schon eine 6 und auch im Platin-Symbol ist eine 6 drin. Am 6.6. war das meine sechste Platin-Trophäe des Monats. Und witzigerweise sind es hier auch noch, diese Platin haben nur 0,6 Personen überhaupt. Und die habe ich da noch geholt und ich bin mir absolut sicher, dass das nicht am 7. war, weil ich hatte nämlich Angst, dass es nicht reicht. Die letzte Trophäe, die gefehlt hat, war im Multiplayer 10 Gegner, die von einer Betäubungsgranate geblendet sind, zu töten. Und ich war mir da absolut sicher, dass ich da bereits 9 Stück hatte. Und dann haben wir halt einfach gespielt. Ich habe immer mit Blendgranaten gespielt. Wenn ich einen Gegner gesehen habe oder wusste, war immer die geschmissen und auch den dann direkt gekillt. Diese Trophäe hier, die habe ich mit Hilfe von einem aus meiner Crew gepackt. Wir haben es hingekriegt, dass wir beide das gleiche Spiel gefunden haben, aber in getrennten Teams waren. Und dann hat er sich einfach hinter eine Wand gestellt, die ich dann mit einer Sprengladung weggehauen habe, dass ich diese Trophäe dann auch gekriegt habe. Und ab da habe ich dann das probiert mit der Blendgranate. Und es hat eine Stunde und 20 Minuten gedauert und ich musste etwa noch 7 Feinde mit der Blendgranate killen, obwohl ich mir sicher war, ich hatte 9. Und ich habe wirklich ein bisschen Panik bekommen, dass es nicht mehr reicht vor Mitternacht. Es hat irgendwie 20 Minuten vor Mitternacht noch gereicht, dass ich das noch geschafft habe. Und jetzt steht hier 7.6. drin. Also, das stimmt was mit dem Zeitstempel nicht, mit der Zeitzone. Ich bin mir da zu 100% sicher, dass ich das am 6.6. gemacht habe. Aber lassen wir das jetzt hier mal sein. Ich weiß es ja noch, dass es so war. Und ob ihr mir das jetzt glaubt oder nicht, spielt mir im Endeffekt auch keine Rolle. Ganz ehrlich. Aber es war definitiv so. Coffin Dodgers habe ich dann am 7. Auf Platin gebracht. Auch das Spiel hatte ich schon ein bisschen vorher gespielt. Ja, ich habe es am 6. tagsüber gespielt und habe dann Sachen mit extra aufbewahrt, bis dann eben der 7. war. Und auch hier sieht man, das wird eine Stunde verschoben sein, weil hier sieht man, die erste Trophäe, die ich geholt habe, war ziemlich genau um Mitternacht, dass ich da um Mitternacht das gespielt habe und dann halt einfach so lange gespielt habe, bis ich Platin hatte. Ich wusste natürlich nicht, wie lange es noch geht, wollte aber sicher sein, dass sie nicht noch am 6. drin war, weil das war dann die 7. und die musste natürlich am 7. Tag sein. War völlig logisch. Day of the Tentacle Remastered. Das ist ein Point-and-Click-Adventure und weil er ja schon remastered steht, kann man davon ausgehen, dass es ein altes Spiel ist, das neu aufgeputzt wurde. Das war ein PC-Spiel. Ich weiß nicht mehr, es ist schon sehr, sehr alt. Und das wurde halt aufgebessert. Ich hatte das alte Spiel schon mal durchgespielt, weswegen ich hier einfach hinging und das Spiel wirklich einfach mit Hilfe eines Lösungsweges angegangen bin. Und habe das Spiel dann einfach so durchgespielt. Ich erinnere mich da auch noch daran, dass. Und hier sieht man jetzt auch wieder, dass das wahrscheinlich eine Stunde verschoben ist, wenn wir jetzt bedenken, dass hier eine Lücke von einer Stunde dazwischen ist, währenddem sonst immer wieder ganz schnell Trophäen kamen. Ist davon auszugehen, dass wir da gegessen haben und wahrscheinlich haben wir eben um 12 gegessen und nicht um 1. Auch da wieder diese Stunde. Da ist alles um eine Stunde verschoben und ich weiß nicht warum. Ich müsste vielleicht mal gucken. Vor der nächsten Aufnahme gucke ich mir das mal noch an, ob da vielleicht bei meiner PlayStation was verschoben ist. Also ob ich die falsche Zeitzone hier drin habe. Dass jetzt zwar die Uhrzeit stimmt, aber die falsche Zeitzone drin ist. Ich gucke mir das mal an. Ich gucke mir das mal an, ob da jetzt vielleicht was falsch ist und deshalb hier das falsch angezeigt wird. Wäre möglich.
Aber ja, ich weiß nicht. Ich habe hier auf jeden Fall die auch am 7. gemacht, auch wenn es die 8. war. Weil eben das hab, damals war die eine Schwester meiner Freundin hier bei uns auf Besuch und wir haben das zusammengespielt. Und da habe ich dann halt nicht mehr darauf geachtet, dass da nur noch jeden Tag eine drin ist. Dasselbe gilt für Enigmatis, The Ghost of Maple Creek. Auch das haben wir zusammengespielt dann am nächsten Tag. Das war dann die 9. Platin am 8. Tag. Halt ein weiteres Wimmelbildspiel, das man halt gut zusammenspielen kann. Keep Talking and Nobody Explodes ist ein weiteres VR-Game und das ist wirklich ein sehr, sehr witziges Spiel und bisher mein Lieblingsspiel auf der PlayStation VR. Ich habe nicht so viele Spiele gespielt, wie ihr an der Liste gesehen habt, sind etwa 6 Stück, die ich bisher gespielt habe. Und das ist aber mein Lieblingsspiel davon. Und da habe ich 3 Trophäen nur, da habe ich auch noch bisher nicht auf Trophäen geachtet. Das muss man zu zweit, zu dritt oder zu viert oder was auch weiß ich spielen. Derjenige, der die VR-Brille aufhat, der sieht die Bombe und muss die entschärfen. Das sind aber alles so Rätsel, wo man nicht selber drauf kommen kann, wie man sie löst. Dafür sitzen die anderen Leute nämlich mit im Raum und die haben die Anleitung dazu, wie man diese Rätsel löst. Und der die Bombe sieht, muss halt sagen, was er sieht. Die anderen müssen dann darauf kommen, okay, jetzt musst du das machen. Und so wird die Bombe dann halt gemeinsam entschärft. Und man hat nur wenige Minuten Zeit. Und das geht ziemlich hektisch zu und her, wenn dann, wenn das kurz vor Schluss ist und man sich nicht genau verständigen kann. Und dann der eine versteht nicht, was der andere meint. Ein sehr, sehr witziges Partyspiel. Absolut zu empfehlen. Macht absolut Spaß. Aber ist eben halt VR-abhängig. Und die VR. Ja, muss ich immer wieder aufbauen. Ich kann ihn nicht einfach immer hier stehen lassen. Dafür würde sie mir zu viel Platz wegnehmen. Das gleiche gilt auch für mein Lenkrad beispielsweise. Weswegen ich damit sehr, sehr selten spiele. Weil wenn ich es aufbaue, dann kann ich ja dann nur noch das spielen und nichts mehr anderes, weil es sonst immer im Weg ist. Und deshalb spielt man dann ein bisschen und dann baut man es wieder ab und dann liegt es halt wieder ein paar Monate, bevor man es wieder mal hervorkramt. Bridge Constructor. Ein sehr, sehr cooles Puzzle-Game, bei dem man Brücken bauen muss, wo dann Fahrzeuge drüber fahren müssen und man muss halt da, man hat nur eine bestimmte Anzahl Elemente, um diese Brücken zu bauen. Mit Hilfe des Internets natürlich auch hier eine leichte Platin, weil man hier dann Lösungshilfen holen kann, wo man nicht mehr weiterkommt. Und das habe ich dann am 10.06. habe ich das dann auf Platin gebracht. Und das war dann, glaube ich, die 10. Platin, weil hier, das war ja die 9. Ja, das war die 10. Platin, die ich im Juni geholt habe. Und aber, glaube ich, noch nicht die letzte, weil die war dann auch noch im Juni, ja. Grim Legends ist ein weiteres Wimmelbildspiel. Doch im Gegensatz zu den Wimmelbildspielen davor, die wir gespielt haben, muss man hier das komplette Spiel zweimal durchspielen. Wir haben es bisher nur einmal durchgespielt, weil wir haben es im schwierigen Modus schon durchgespielt. Das ist auch nicht so der Rede wert. Man muss es einmal durchspielen. Ach, wie war jetzt das? Ja, ich glaube, das Bonuskapitel müssten wir noch machen. Man muss es einmal durchspielen, indem man halt Minispiele spielt und einmal durchspielen, indem man Dominospiele spielt. Weil sonst kann man nicht alle Dominospiele abschließen und wenn man nicht alle Minispiele spielt, geht das natürlich auch nicht. Und deshalb haben wir das dann nicht mehr weitergespielt. Wir haben auch das Bonuskapitel noch nicht gemacht, aber wir haben es einfach einmal durchgespielt. Bisher werden wir dann irgendwann mal noch weitermachen und dann die Dominospiele machen. Jetzt ist es nämlich schon weit weg, weil das war eben im Juni 2017, lange, lange her. Und jetzt könnte man es dann mal wieder angehen. Dann Batman, ein weiteres Telltale-Game, dieses Mal zum Batman-Universum eine Story dazu. Auch hier das Spiel einfach nur durchspielen und man hat Platin. Da gibt es mittlerweile noch ein zweites Spiel, The Enemy Within. Habe ich auch hier aber noch nicht gespielt. Werde ich aber noch bestimmt nachholen, weil ich mag diese Telltale-Games sehr, sehr gerne. Und habe hier das dann auch noch im Juni auf Platin. Dann habe ich 11 Platins in einem Monat geholt, weil da kam nachher, glaube ich, keine mehr. Das war dann wahrscheinlich hier schon. Ja, das war dann schon Juli, als ich da Overwatch mal wieder ein bisschen gespielt habe. War ein sehr erfolgreicher Monat. Der Juni natürlich der bis dahin erfolgreichste Monat. Und ist es auch lange Zeit geblieben. Wir kommen dann im späteren Part noch dazu, weil zuletzt jetzt im Januar diesen Jahres habe ich das ablösen können, habe ich einen neuen Rekord geschaffen und wahrscheinlich einen Rekord für die Ewigkeit, weil den werde ich wahrscheinlich nie mehr übertreffen. Aber dazu später mehr. Bis dahin ein sehr erfolgreicher Monat mit 11 Platin-Trophäen. Habe ich da richtig, richtig Gas gegeben.
Dann im Juli Overwatch ein bisschen gespielt, ein Spiel, das ich zwar gut finde, aber man müsste das als Gruppe spielen. Und ich habe leider niemanden sonst, der das mit mir auf der PS4 spielt. Und mittlerweile gibt es halt auch schon zu viele Pros in diesem Game, dass ich da mir gar nicht mehr die Zeit machen möchte, das alles aufzuholen, weil ich habe es immer nur wieder ein bisschen gespielt. Meine Freundin spielt es auf dem PC, ist da schon weiter als ich, was den Rang betrifft oder den Level betrifft, weil ich kann auch nicht mal Ranked-Spiele spielen. Ich glaube, da muss man Stufe 20 oder 25 sein, damit man dann Ranked spielen kann. Und das habe ich noch nicht mal. Dirt Showdown war ein weiterer Dirt-Ableger für die PS3 nach Dirt 2 und Dirt 3. Ich glaube, das erste Dirt gab es auch, aber da gab es keine Trophäen, deshalb hatte ich das nicht. Aber ich finde, es war ein weiteres Dirt-Spiel für die PS3 und hat sich da, wie es der Name schon sagt, eher so auf diese Show-Events gekümmert, wie sie schon in den Spielen drin waren. Hat diese Gymkhana-Events, wo man dann um Sachen rumdriften muss. Und Destruction Derby, wo man sich von der Fläche runterschießen kann und so weiter und so fort. Habe ich auch sehr gerne gespielt. Hier fehlen noch gewisse Online-Sachen. Ich habe das dann nämlich nochmal ein bisschen gespielt. Man sieht es hier. Ich habe 2012 habe ich mehr oder weniger alles gemacht. Und da habe ich hier wieder ein bisschen gespielt, um Online-Trophäen zu holen. Bin Stufe 20 geworden. Man müsste, glaube ich, noch Stufe 30. Gäbe es auch noch eine Trophäe, wenn ich mich nicht irre. Ja, man muss in Rampage alle Treffertypen zeigen. Da gibt es sehr, sehr viele. Da gibt es eine Liste und ich weiß nicht, wie ich diese alle machen soll. Da muss man noch 30 Level erreichen, also Stufe 30 erreichen. Alle Upgrades anwenden. Da fehlt mir, glaube ich, nicht mehr allzu viel. Muss ich noch ein bisschen Geld sammeln. Und im Challenge-Mode einen Freund dominieren. Und ich habe irgendwie, glaube ich, keine Freunde, die dieses Spiel noch spielen. Das heißt, das wird schon mal sehr schwierig zu werden und vor allem auch Stufe 30 erreichen. Das dauert so unglaublich lange und man findet kaum jemand online zu spielen. Und wenn, sind es meistens nur Pros, die das Spiel schon seit Jahren wahrscheinlich durchgespielt haben. Und ich habe dann da keine Chance gegen die. Und ich habe es da mal ein bisschen gespielt, habe dann aber wieder die Lust dran verloren. Und vielleicht lege ich es mal wieder in die Konsole ein und versuche das doch noch auf Platin zu bringen, falls das überhaupt noch geht. Ich weiß nicht, ob ich noch so viele Leute online finde, dass ich wirklich noch Stufe 30 in sinnvoller Zeit erreichen kann. Und dann kommen wir jetzt hier zum letzten Spiel dieses Parts. Das ist mal wieder ein FIFA, denn das ein Part abschließt. Das hatten wir, glaube ich, schon mehrfach. Hier 36% der Trophäen. FIFA 17, da haben wir dann auch einen Pro Club gebildet. Und da habe ich dann irgendwann, wie man sieht hier im Juli, nochmal ein paar Trophäen nachgelegt, nachdem ich zuvor das meiste hier einfach im Nach dem Release, das kam halt automatisch und hier habe ich dann noch bewusst ein paar gesammelt. Eben im Rahmen meines Projektes habe ich hier ein paar Trophäen bewusst gesammelt, damit mit Frauenteams spielen und einen Länderspielpokal gewinnen und dann noch das Debüt auf dem Transfermarkt gekauften Spieler von FIFA Ultimate Team. Ja, das waren einfache Sachen, die man schnell bewerkstelligen konnte. Die habe ich dann da noch gemacht, mehr aber auch nicht. Ich bedanke mich wieder für eure Aufmerksamkeit, fürs Ansehen bis zum Schluss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.